Ich verkaufe hier Sachen für Ritter, für Landsknechte, für alles. Handschwert. Ja. Unsere Waffe ist elastisch. Oh. Ja. Und hart. Yes. Jede Klinge ist gehartene 54 Rockwell. Wir machen auch 2 Jahre Garantie für Kampf, ja, für moderne Ritter. Ja. Dann völlig aus. Also die Männer zum Beispiel, die brummen dann wie die Bären. Boah! Kann ich mal die Männer hören? Das ist meine Arbeit. Und das ist von einem Ziegenlamm, was ich hier Kommen Sie denn her? Aus der Rhön. Aus der Rhön? Aus der Rhön. Kaltenottheim. Aus Rhön Mining. Ja, ja. Mhm. Wir haben es trotzdem das erste Mal geschafft, herzukommen. Und jetzt macht der Stadtführer. Sehr gut, sehr gut. Aber wir sind bis jetzt schon sehr beeindruckt. Ja, von wo kommt ihr überhaupt? Wir kommen aus Oldenburg. Aus der Nähe von Oldenburg, dazwischen, ja. Also hoch im Norden. Man sieht es ja an unserem Aufkleber, ein Helene Fischer-Fest würden wir nicht besuchen, egal wie viel Umsatz wir machen können. Ja. Also, es ist einfach nicht unsere Welt, das würden wir nicht tun. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Das ist selbstverständlich. Mein Name ist Karin van Berg. Ja. Ich bin Travestiekünstler. Ja. Ich arbeite nebenberuflich noch im Augustiner. Ja. Das macht mir sehr viel Spaß und das ist mein Leben. Ne? Das ist die Krämerpolke. Muss man so sagen. Ne? Wie es eben ist. Ich bin ja nur auch viel. Abends trinke ich immer mein Weinchen an der Krämerpolke. Und es ist schon ganz toll. Auch der Verein der Krämerbrücke hat sich wieder sehr viel Arbeit gemacht mit der Dekoration. Und es ist schon ein Highlight, ne? Wenn ich so die Leute sehe, die Gäste von Erfurt. Ne? Ich weiß ja, was vor sich geht, aber die Gäste sind alle begeistert. Ne? Das hört man gerne. Das hört man gerne. Mein Name ist Max Wagner. Ich bin Franz. Und ich spiele Gitarre bei der Band Mario Fran und singe. Und ich spiele Schlagzeug bei Mario Fran. Wir haben uns getroffen im Kinder- und Jugendzirkus in Tarsifan, bei Tarsifan in Weimar. Sind wir alle groß geworden sozusagen, haben uns da kennengelernt, haben viele Projekte zusammen bestritten und haben da auch sozusagen unsere gemeinsame Liebe zur Funkmusik entdeckt. Und daraus entstand dann letztendlich die Band. It's not the game so pessimistic. Bremer Brückenfest 2018. Wir heißen Mario Fahren.